Speedrandale, heute wieder mit Tiefpark und Majora's Mask. What? Ja. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Speedrandale. Heute wieder mit prominenten Besuch. Thiefbug ist wieder dabei. Und du hast uns heute was mitgebracht? Majora's Mask. Was? What? Oh mein wieder? Gott. Ja. Aber muss man sagen, nicht schon wieder, sondern es ist ein bisschen was anderes jetzt. Ja. Ne? Es ist leicht anders. Diesmal ist die Wii U-Fassung. Mhm. Und die ist ein bisschen kürzer. Spielt sich ein bisschen anders, sowohl vom Anschauen als auch vom Spielen. Ja. Dementsprechend, es ist ein bisschen anders. Wir werden. Irgendeiner von euch muss nachher noch zählen. Ich übernehme das. Ich übernehme das. Sehr Weil ich so schlecht in Mathe bin, werde ich das Zählen übernehmen. Du brauchst es üben noch. Deshalb ist es so. Ja, da hatten wir im Vorfeld drüber gesprochen. Natürlich, wir hatten ja den Rerun von dir gesehen. Da hat er gesagt, jede Version von Majora's Mask hat ihre Eigenheiten, spielt sich anders, geht irgendwie anders mit um. Jetzt im Speziellen die Wii U-Fassung, die wir jetzt machen werden. Da wirst du auch entsprechend bestimmte Tricks, bestimmte Sachen einsetzen, die das nochmal komplett verändert haben, den Richtig. Run. Richtig. Mhm. Also ich werde während dem Run werde ich versuchen, das meiste zu erklären, weil man es da unmittelbar merkt. Mhm. Alleine, wie gesagt, der wunderhübsche Controller hier, der kein GameCube-Controller ist, sondern ein Wii Classic Controller Pro. Oder wie auch immer man ihn nennt. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall also, mit nichts drin. Da ist wirklich, der ist so leicht, da ist wirklich nichts drin. Aber Hauptsache, man muss ihn an eine Wiimote klemmen. Immerhin. Natürlich. Das ist immerhin wundervoll. Aber ja, die Version ist ein bisschen anders. Ich wollte ja schon letztes Mal nicht spoilern. Mhm. Ich hab's auch dieses Mal nicht vor. Okay. Nee, wir wollen uns mal überraschen lassen. Ne? Ja. Also Leute, selbst wenn ihr den letzten Run schon gesehen haben solltet, ihr solltet ja was gefasst machen, weil jetzt wird's interessant. Jetzt wird's anders. Mhm. Mhm. Ganz anders. Ja. Bist du denn bereit? Ich bin bereit. Zuallererst mal, ich darf nur zwei Buchstaben als File-Name nehmen. Darf nicht mehr? Nein, nicht mehr, ansonsten gehen Tricks nicht. Es fängt schon bei der File-Name an. Okay. So, dann Countdown in drei, also nicht der Countdown, es geht los in 3, 2, 1, go! Wunderbar. Natürlich, der schöne Anfang. Und man kann sie auch. Also, wir versprechen jetzt so viel, jetzt 20 Minuten Cutscenes erstmal. Ja, natürlich. Also, das bleibt leider gleich. fangen wir erstmal ganz von vorne an. Man wird merken, dass ich viele Tricks nicht machen werde, die ich normalerweise mache. Mhm. Wie zum Beispiel ein Super Slide. Also, ich lasse eine Bombe fallen, rolle dahin und werde dann zurückgeslidet. Das geht zwar auch, aber die Controls sind so dermaßen schlecht, dass gerade auslaufen schon stellenweise ein Problem wird. Mhm. Sie haben versucht, sich hier an die N64-Controls zu halten. Mhm. Und damals hatte man schon das Problem, dass gerade auslaufen war so ein bisschen schwierig. Man musste wirklich genau in die Notch drücken, damit das ging. Das war sehr schwierig, ja. Selbst auf dem 3DS hast du das Problem gehabt. Ja, und hier hast du genau das gleiche Problem. Dementsprechend Tricks, wundervoll, nicht. rückwärtslaufen, genau selbes Problem. Die Buttons sind auch total handlich. Nicht ganz. Ich kann nicht Pause buffern. Okay, das geht nicht. Das geht in der Theorie, aber der Lag auf dem Emulator auf der Wii U ist so unkonstant, dass du mal 3 Frames wartest und mal 20 Frames wartest, bis der nächste Frame losgeht und dementsprechend lässt man es einfach. Also es klingt für mich unter all den Sachen, die du gesagt hast, dass die Wii U-Version anscheinend die wohl schlechteste zum Speedrun geeignet ist, wegen so unsteten Sachen, aber dennoch ist es die schnellste Version. Es ist die schnellste Version, ja. Okay, du hast auch keine Möglichkeit, einen anderen Controller also direkt anzuschließen. Der GameCube Gamepad Adapter, der geht nicht. No? Es gibt einen GameCube, also den offiziellen kannst du nicht nehmen. Der offizielle geht nicht. Richtig, der ist nur für Smash ausgelegt, der geht nur mit Smash und alles andere geht damit nicht. Wundervoll. Warum? Machen die sowas? Man könnte natürlich einen GameCube-Controller zu Classic-Controller-Adapter machen. Dann ist wieder. Aber. Dann wandelst du wieder was in was um und dadurch, dass du auch jetzt noch. Das ist ja, glaube ich, ist es. Nee, das ist für 2,4 GHz wahrscheinlich die Verbindung. Ja. Bluetooth. Bluetooth wäre ja auch noch mal eher eine Möglichkeit, dass da noch mal ein bisschen mehr Delay reinkommt. Wobei, nee, Quatsch, das ist Bluetooth. Ist es Bluetooth? Das ist echt? Bluetooth, ja. War es noch bei der ach ja, ist ja die Wii U. Du hast ja du hast einen Wii-Controller in der Hand, aber eine Wii U. Ja, genau. Wii U sollte schon Bluetooth sein, ja. Oh, ich kriege das eher. Ey, die Switch kann ja kein Bluetooth mehr. Ja, stimmt, ganz auch nicht. Ja,
Nintendo, was macht ihr denn da, ey? Da braucht man Adapter, damit man Bluetooth anschließen kann. Was macht ihr, Nintendo? Nintendo ist eine Wundertüte. Das ist halt wirklich so. Allgemein, die Virtual Console auf der Wii U ist, sieht ungemütlich aus. So. Ha! Die Virtual Console auf der Wii U ist eh nicht so prall. Sie hatten es ja schon bei der Wii-Version bei den N64-Spielen so gemacht. Die werden ja eben in einer dezent höheren Auflösung ausgegeben. Ich glaube 640x480 ja. statt 320x240 wie richtig. Im Original. Und das impliziert eventuell auch ein paar Performance-Änderungen, ne? Ja, bei der Wii-Version nicht, bei der Wii U-Version leider ja. Mhm. Es ist, also hier sieht man gerade wunderschön dieses Cinematic-Balken. Wir haben hier einen 4:3 Bildschirm. Mhm. Die Wii U gibt 16:9 aus, macht dann auf die 16:9 Balken drauf, damit es wieder 4:3 ist, damit es während ein Cutscenes wieder Balken drauflegt, damit das hier 16:9 ist. Genau, also das sehen wir hier auf dem Röhrenfernseher, wo wir es gerade drauf spielen. Immerhin etwas, dass die Wii U noch ein analoges Signal ausgibt fürs Timing, also für entsprechend Reaktionszeit, das ist schon mal ganz cool. Aber zum Angucken ist es nicht so prall. Nee, überhaupt nicht. Ihr kriegt zum Glück nicht so viel davon mit. Das stimmt, aber es ist wundervoll. Man. Oh, ja, okay, jetzt fängt schon an, ne? Ja, die Controls. Also ich beschwere mich mal nicht, also vielleicht doch. Aber. Na, immerhin runnst du das, ist doch dein Problem. Du darfst dich auch nicht beschweren. Muss ja auch nicht beschweren hierbei. Ich meine, als wir Altered Beast gerannt haben, kamen auch keine Beschwerden. Keine einzige. Nee, keine einzige Beschwerde. Keine einzige. Ja. Der arme Simon musste dann zugucken, wie drei Leute gleichzeitig Altered Beast für eine Stunde spielen, ey. Ey, Simon hat's gefallen. Ja. Ich glaube nur den Runnern nicht. Die leiden heute noch, habe ich gehört. Mhm. Verständlich. Es ist schön mit anzusehen, dass auf dem Bildschirm wirklich so 50% der Fläche genutzt werden. Das nennt man, cinematisch. Ja. Ja. Mhm. Künstlerisch wertvoll. Auf jeden was Fall. Was los ist. Ja, so wie manche Leute früher dann auch DVDs gemastert haben, ne? Zum Beispiel so das, was wir hier sehen. Wenn du dir die erste Auflage der klassischen Star Wars DVDs geholt hast, also Episode 4 bis 6, die waren zum Beispiel auf der DVD in 4:3, aber Letterbox 16:9. Das heißt, also du hast kein anamorphes Signal, das dir das entsprechende Bild vernünftig gestreckt hat, sondern du hattest ein 4:3 Bild mit Balken oben und. Das heißt, du hattest also überall Trauerrand auf einem normalen 4:3. Und bei 16:9 hattest du auch den Trauerrand, nur links und rechts noch breiter. Nee. Das ist richtig geil für Star Wars. Das war super. Ja, Star Wars braucht man auch nicht anders. Ne? Nee. Da geht's nicht ums Bild und die Qualität. Überhaupt und so. Nicht. Das ist unfassbar. Aber gut. Ja, wir warten auf die Blu-ray von Majora's Mask. Ne? Wird schon besser sein. Oder 4K. Da Nintendo übrigens gerne mal auf die Switch. Ja. Auf die Switch mit drauf. Nicht, dass du es dann runnen musst, aber ich sehe es kommen, es kommt dann wieder irgendein Glitch. Ich möchte eigentlich alle Zelda-Spiele auf der Switch hätte ich gerne, auch wenn es mir für die Runner ein bisschen leid tut. Ja, das wäre zwar cool, aber ich sehe es kommen, dann wird der Emulator wieder irgendwie anders geschrieben und dann ist da wieder ein Speicherbereich frei, der auf den vorigen Versionen nicht frei war und dann geht wieder irgendein Glitch. Also. Ja, das Game lebt dann halt wieder. Bist du dir dann sicher? Oder es schreckt mehrere Leute ab. Das ist Nintendo, haben sich gedacht, die Speedrun-Szene in Majora's Mask braucht wieder einen kleinen Kick. Genau, lass uns da einfach mal eine neue Version rausbringen. Das ist uns das Wichtigste. Oder die Entwickler, die dann ganz verschämt sind und anfangen, bei ihren aktuelleren Spielen Glitches zu patchen. Ne? Dann sagen, oh nee, wir wollen nicht, dass ihr speedrunnt. So. Das ist ja typisch Nintendo ein bisschen, oder? Nicht mehr, glaube ich. Ja, wobei, so ein bisschen. Bei Odyssey haben sie auch einige Sachen rausgepatcht. Ab und zu mal machen das tatsächlich noch aktuell. Also es gibt da natürlich auch die entsprechend Spielehersteller, die auch Speedruns dann embracen. Ja. Und dann sagen, hey, bei einem Shovel Knight gibt es einen Speedrun-Mode und so weiter. Ja. Oder Boss-Rush-Sachen sind mit drin. Und andere sagen, nee, du zeigst meine Fehler auf. Ja. Bei Celeste ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für sowas. Also die sind da komplett offen. Ich habe das bei Ahead in Time zum Beispiel mitbekommen, da hat sich die Community ja ein bisschen beschwert, weil in der Alpha-Version haben die Entwickler ja gesagt, alles ab der Beta, was an Glitches gefunden wird, das für... Lassen wir drin, oder? Ja, lassen sie drin und haben es dann am Ende doch rausgepatcht. Das war nicht schön. Lernen wir daraus, einfach nichts versprechen. Richtig. Ganz easy.
So, jetzt bin ich mal gespannt. Du meinst so hier ist Pause-Buffern geht nicht mehr so wirklich richtig? Nein, wir gucken die Cutscene? Ja. Okay, also du hast keine Alternative. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach wirklich keinen Sinn. Der Lag ist. Ja, wenn es schon schwankt zwischen 1 Frame und 20, dann ja, ist, und wenn so da kannst du es ja nicht mal vernünftig machen. Kannst ja Frame Perfect, kannst du so Frame Perfect sein, wie du willst, aber das ja. Spiel merkst du. Frame Random, das Spiel sagt ja. einfach nee. Dementsprechend. Hello. Ja, immerhin sieht jetzt seht ihr auch mal, was passiert wäre. Ja. Kannst du mir gerne meine Maske zurückbringen? Und warum trotzdem liegt denn das kürzerer Run. Ich bin gespannt. Ja. Oh ja. Da bin ich echt mal auf die Reaktionen so ein bisschen. So wie die Maske da hinten. Ja, ja, genau. Das bitte dann nach. Daran denke ich im Moment gerade. Wenn schon damit anfängt, dass der Fell neben nur zwei Zeichen lang sein darf. Super. Hey. Ja, ja, Maske zurück. Alles okay. Bla, sehr ruhig. Die Kamera hier ist übrigens auch anders als auf der Wii-Version. Hier ist die Kamera in Richtung der Tür gerichtet. Mhm. Hier ist um 90 Grad gedreht. Warum? Keine Ahnung. Okay. Das ergibt keinerlei Sinn. Es ist einfach nur traurig. In Sachen Patches, weiß ich noch, bei der Wii Virtual Console hat Nintendo auch mal was gemacht. Bei war es Star Fox 64, was sie schon wieder ruckiger gepatcht haben. Ich glaube, ja. Ja? Echt? Also damit sie es originalgetreu haben. Ja, genau. Die erste Star Fox 64-Version ist eben mit besserer Performance auf der Virtual Console rausgekommen. Also was ja durchaus auch mal ruckeln konnte auf dem N64. Das heißt, höhere Auflösung plus stabile 30 Frames oder sowas. Ja. Und dann kam ein Update für das und dann ist es wieder so geruckelt beim Original. Und du sagst, das müsst ihr nicht updaten, Leute. Das ist doch Quatsch. Ja, aber bei Majora's Mask genau umgekehrt. Da sind die Controls auf einmal nicht mehr so schwammig. Ja. Aber Hauptsache die Wii U-Version. Es ist ja sowieso so ein bisschen komisch. Die Wii U hat einen Wii-Mode, wo man sich Wii Virtual Console Games draufpacken kann. Und dann gibt's trotzdem Majora's Mask nochmal für die Wii U Virtual Console. Wo die Controls einfach kompletter Mist sind. Aber gut, ich werde mich noch ein bisschen drüber beschweren. Ja, naja, immerhin haben sie den Wii-Mode draufgelassen. Ich habe bei meiner Wii U auch im Wii-Mode mein gekauftes Majora's Mask drauf. Und habe mir nicht die Wii U-Version nochmal extra geholt. Sei froh. Anfang genau der gleiche. Genau, und ihr da draußen seht es wahrscheinlich auch nicht ganz so richtig, weil wir noch ein bisschen was am Bild gedreht haben, aber das Wii U Virtual Console Bild bei N64-Spielen ist auch ein bisschen dumpfer. Ja. Sonst, also bei manchen Konsolen ist es und bei anderen nicht. Beim NES zum Beispiel, bei der Wii U, ist auch, als ob da so ein Schleierfilter drüber ist, das ist ganz merkwürdig. Und nicht, Emulation an sich zwar in Ordnung, aber trotzdem nicht so schön. Gerade bei so alten Spielen, die dann entsprechend durch die Farben eigentlich glänzen. Das kommt vielleicht auch auf den Bildschirm an. Vielleicht ist es auch mehr ausgerichtet auf Flatscreens. Es ist das auch auf Flatscreens. Ne? Es ist einfach, ich glaube wahrscheinlich mehr von wegen aus, du weißt ja, wie sie es auf den Minikonsolen gemacht haben. Da Anti-Epilepsie gibt es dann ja auch die Filter, die dann was rausmachen, haben es gesagt. Gut. Oh, grelle Farben, ja, vielleicht werden wir verklagt von einem Elternteil. Das, gesagt, das hat meinem Kind hier die Retina abgesägt mit eurem Rot und eurem Blau. Ja gut, wenn du mal überlegst, so bei jetzt zum Beispiel aktuelles Beispiel Link's Awakening, aber das alte, wenn du was geklaut hast und dann wieder rein bist, diese flickernden Farben, ja. Die müssen ja irgendwie entschärft werden. Ja, ja, natürlich, natürlich. Bei den Minikonsolen ist es eben so, dass das eher durch einen Algorithmus passiert. Ja. Und das ganz merkwürdig ausschaut. Wenn ihr ein Spiel gehen und programmieren von mir aus, gibt ja auch einiges, was gemacht wurde, trotzdem an den Download-ROMs von denen. Also ab und zu mal wird noch mal was rausgenommen oder verändert. Ja. Aber in den meisten Fällen eher seltener. Ich lieb diesen First Cycle. Nicht. So, also hier hättest du eigentlich mit der Statue schon was gemacht? Oder nein. Hab ich's nur verpasst? Die kann ich noch nicht aktivieren. Die kannst du noch nicht. Aber bald ändert sich der Run ein klein wenig. Minimal. Dezent, ja. Ich mach die Kinnlade schon mal bereit. Nein, nein, das dauert noch. Das dauert wirklich noch. Immer ist trotzdem mal bereit. Bei mir dauert das. Erstmal mit zeitig anfangen. So. Erstmal wichtig. Oh, hier du raus. Bist nicht alt genug, um rauszukommen. Ach ja? Guck dir meine Rückseite an. Hey, wirklich. Wirklich. Wenn sowas in Real Life geht.
Kommst du nicht in den Club rein, alles klar. Ja. Rückwärts. Oh, es ist rot auf der Straße. Okay, wenn ich mich umdrehe und die Ampel nicht sehe. Was für ein Quatsch. Was für der Quatsch ist das? Videospiellogik wäre dann natürlich auch, solange du die Autos nicht siehst, sind sie nicht da. Hm. Das wäre so eine Idee für ein Game One-Sketch früher gewesen, ne? Wo so eine Schulklasse haben, die oder eine Uni-Klasse, die dann Videospiellogik dann beibringt oder so. Ne? Ja. Wo es dann, wenn die Tür zugeht, existiert die Welt draußen nicht mehr. Oder die Zeit bleibt stehen. Ja, genau. Wenn der Postbote klingelt, der ist schon offscreen gestored irgendwo unten. Das ist so ein Quatsch. Wenn du out of bounds gehst, steht der in der T-Post da. Ja, genau. Wenn du mit Freunden Dialoge halten musst, erschießt sie einfach, geht schneller. Stimmt. Wie bei hier, Deus Ex war das, ne? Bei Deus Ex, ja. Ach, der Endkampf? Du musstest irgendein NPC erschießen, damit du einfach vorankommst und die dich nicht voll labert. Ja. Labert die bessere Hälfte wieder, dann skipp doch einfach die Cutscene. Und wie war der Tag, Skip? Jeden Tag Arbeit skippen wäre schön. Ja. Ist aus Versehen skippst du immer nur die Mittagspause. Nein! Nein! Projektabgabe, Kundengespräch, Skip. So, also bisher nicht so ultra viele Unterschiede. Nee, ich habe nur keine Rubine gesammelt. Mhm. Ich bin nur aus der Stadt raus, damit die Cutscene sich nicht abspielt. Die uns North Cocktown zeigt. Mhm. Auch ein Trick, der schier unmöglich ist auf diesem Controller. Weil ich ja in einem Frame loslassen muss. Ah, und im nächsten wieder drücken muss. Okay. Und jetzt haben wir Zeit. Ganz viel Zeit. Leider. Also muss warten, bis die Tür aufgeht jetzt, ja. Ne? Ah, okay. Ja gut, sie geht bei um 12, ne? Ja. Geht's ja auf. Kann man sich mal so ein bisschen. Drei Ingame-Stunden. Ah, genau, sieht man. Das fand ich übrigens auch, also von kleinen Details. Wenn du permanent wirklich auch in dieser Position bleibst, das Ding kommt auch näher. Ja. Ne? Also es ist dann richtig auch gescriptet und so weiter. Es wird permanent größer, es ist kurz vorher da. Es ist nicht einfach nur so reingeklatscht, sondern die haben sich das auch überlegt. Ja, ich versuche gerade mal so die Nase an den Bildschirm ranzubringen. Ja, da sieht man es genau. So ein bisschen sieht. Da wird man sehen, dass die Spitze ein bisschen rüber geht, glaube ich. Ja. Also das ist wirklich sehr enorm konstant. Mhm, ja, ja. Mhm. Von daher, das ist so gut gemacht für damals. Und wenn du gar nicht an sowas gedacht hast und gar nicht hochguckst, ne, und guckst irgendwann hoch und siehst, what the hell? Yeah. Das ist immer, du hast den eigentlich nicht wirklich im Kopf oder im Sinn, aber er ist immer permanent da und permanent näher. Ja. Hier sieht man es echt gut, da ist die Nasenspitze schon quasi schon so nah rangekommen. So. Aber das ist auch cool, wenn du dann in anderen Gebieten bist, weil er ist ja immer genau über dem Clock Tower. Mhm. Und dann siehst du auch, wie er immer ein Stück immer weiter runter geht. Mhm. Also, wundervoll. Ich finde es tatsächlich schade, dass es nicht so viele Spiele gibt mit so einem Zeitsystem. Nee. Ja. Man hätte auf der Idee ja nochmal aufbauen, was variieren können. Ja. Muss ja nicht exakt so wie bei Majora's Mask gemacht werden, aber Zeitlimits an sich müssen nicht schlecht sein. Ja. Wir haben ja sehen, was du dann ins Spielprinzip verbaust. Richtig. Und du kannst halt auch Charakteren, das finde ich bei Majora's Mask ein wundervolles Beispiel dafür, du kannst den Charakteren so viel mehr Tiefe damit geben. Mhm. Weil die einfach nicht mehr nur im Kreis rennen oder irgendwie an einer Stelle stehen und immer das Gleiche sagen. Sondern die haben einen Tagesablauf. Du kannst den Tagesablauf geben. Mhm. Und hier sogar drei Tagesabläufe im Grunde, ne? Das hat ja was Verschiedenes machen. Das hat halt fast jeder Charakter in dem Spiel. Und dass er an jedem Tag an einem anderen Punkt ist. Mhm. Ja, oder nimm dann die Farm zum Beispiel, die Romani Ranch. Ja. Da kann ja auch viel Verschiedenes passieren an den drei Tagen. Ja. Also, was da alles möglich ist. Aber das wird irgendwie nicht mehr wirklich aufgegriffen. Ich glaube, in Final Fantasy noch mal. Ja, es gab Final Fantasy 13 Lightning Returns. Ja. Das ist quasi auch so eine Art, ja, im Grunde ein sehr ähnliches Prinzip. Da hast du, glaube ich, 7 Tage Zeit, die du noch mal verlängern konntest. Und dann hast du resettet am Ende, wo du wieder vorher rangekommen bist. Also ähnlich dagelagert. Mhm. Nur ich glaube, die waren dann mehr. Gehört das so? Das gehört so. Das ist das Wii U Gamepad. Okay, ich dachte, okay. Ach, das ist ein Wii U Gamepad, was ich dachte, das ist ja wie abgestürzt hier gerade.
wenn ich mich richtig erinnere, war es bei Final Fantasy eher mit Ausnahme von bestimmten Story-Charakteren, so die normalen Leute in Anführungsstrichen in den großen Städten, die hatten schon eher ihren Tagesablauf, der ähnlich war, ne? Aber es ist auch schon ein bisschen jetzt her, wo ich es gespielt habe. Aber das orientiert sich tatsächlich eher an Majora's Mask. Also sehr cool ist. Aber ja, zum Wii U Gamepad, das wirst du noch sehr viel vibrieren hören. Okay, ja. Ja, legst dir auf den Schoß. Genau, du hast gerade den Modus oder so eingestellt, dass auf beiden es gezeigt wird, also TV-Out und auf dem Wii U Gamepad out. Ja, also ich glaube, es kann, kann man nicht abschalten bei dem. Nein. Im Wii-Modus kannst du es abschalten. Das weiß ich. Das auch, wozu, wenn ich es auf dem Fernseher spiele, muss ich es auf dem Wii U Gamepad nochmal sehen. Gedoppelt. Ich verstehe das nicht. Das macht nicht sonderlich viel Sinn. Ey, die Wii U. Das ist eine tolle Konsole, solange man keine Wii U-Sachen damit macht. Ja, das stimmt halt, das stimmt halt leider wirklich. SNES drauf spielen, nur Gamepad, ideal. Ja. Aber, ja gut, für SNES hat man jetzt die Switch. Die Switch, Super Nintendo Mini, kannst du sonst was nehmen aktuell? Auch schön, die Inputs werden nicht schnell genug angenommen, dass ich. Das heißt, du hattest schon den gedrückt und der hat gedacht, ich habe die Taste danach schon. Richtig. Oder du hast sogar zwei Inputs, ja, hat er sogar geschluckt. Ich habe zwei übersprungen. Der hat zwei geschluckt, ey. Oh. Diese Version, wundervoll. Mhm. Gefällt mir bisher. Ja. Ich war hellauf begeistert, als ich gehört habe, dass die am schnellsten ist. Eingebautes Input-Delay. Da kommt man auch nicht drum rum. Das ist bewusst für euch Speedrunner dann gemacht, ne? Damit ihr noch mal ein bisschen mehr herausgefunden habt. Nur um euch zu ärgern. Ja. Ihr seid zu weich geworden. Ihr und eure Frame-Perfect-Tricks. So. Ihr masht zu viel. Ach ja, Frame-Perfect, ich zeig euch, was da geht. Und... Das Schlimmste ist fast geschafft. Die Wii U hat ein cooles. Ah. Ich kann über Menü resetten. Wars überspringen. Das ist gut. Das ist praktisch. Das spart auch schon mal Zeit. Ja. Ja. Und es wird ein Classic-Controller benötigt, mehr angezeigt. Wundervoll. Jetzt holen wir wieder die Dekomaske. So. Block. Wie viele Tasten hat das? Zu viele. Ja, ein bisschen zu viele. Und vor allem, er benutzt drei, die er vor sich hat. Hört sich gar nicht so an wie eine Orgel. Ja, für alle Eventualitäten vorbereitet. Dieser Button. Er lässt sich auch einfach nicht ordentlich drücken. Der hier schon, der hier nicht. Das könnte am Controller liegen, aber der war eigentlich neu. Ja, aber das muss nicht viel heißen. DSi XL zum Beispiel, die L&R-Buttons gehen da auch nicht mehr so richtig, obwohl ich nichts gemacht habe mit denen. Wahrscheinlich deswegen. Ja, ich sehe, es ist merkwürdig, ne? Als ob die dann so fast verklebt sind. Die wollen eigentlich nur gespielt werden. Müsste ich mal aufschrauben. Hab ich noch nicht gemacht. So, nimmst du Maske, kannst rausgehen. Und Spiel spielen. Bald. Na, endlich. Also der Run ist jetzt schon bald halb durch. Mhm. Aha. Welcher Run? Du hast doch bisher nur ein bisschen... Also einerseits, ich bin gespannt, aber ich habe auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst. Was also mit dem Abendspiel passieren kann? Ja, was mit dem Abendspiel und mit meinen Sinnen passieren kann gleich. Naja. Tja, wenn ihr dieses Spiel so sehr liebt wie Gregor, schaut lieber nicht unbedingt hin. Doch, natürlich müssen wir hinschauen. Natürlich. Natürlich, wir brauchen die Du Klick. Musst es sehen. So bist du erwachsen. Der Rand ist jetzt ungefähr einen Monat alt, glaube ich. Oder? Frischfleisch. Ja. Das heißt also, es gibt auch Optimierungsmöglichkeiten, die man noch nicht entdeckt hat. Ja. Und, Und die zeigst du uns nächstes Mal. Nee, ich glaube, es wird sich noch ergeben, wo die stecken. Okay. Ach ja. Und wehe, du verzählst dich. Ja. Ich habe da auch noch eine Aufgabe.
Kommt ja noch. Ja, es dauert noch ein klein bisschen. So in 10 Minuten oder so. Vielleicht sehen wir beide, da haben wir beide die Verantwortung. Okay, du ungerade, ich gerade zahle. Nein, ich zähle auch, versuche auch mitzuzählen. Aber deine Zahl ist dann korrekter, falls wir auseinanderliegen. Ach, wie scheiße. Na gut. Ich weiß, wie ich es retten kann im Notfall. Ja, also. Selber zählen. Wie? Nein, seid ihr da? Ja, ich weiß auch nicht. Nicht, dass wir dafür verantwortlich sind, dass der Run fehlgeschlagen ist. Doch? Oh shit. Doch, natürlich, guck mal. No pressure. Selbst er verbeugt sich hier. Wie schwer kann schon einfaches Zählen sein? Eben. Sollten wir hinkriegen. Sie merken, es war sehr schwer. Bald darf ich spielen. Ein bisschen. Ein bisschen. Wie gesagt, dieser Run ist der Grund, warum viele Leute zu Ocarina of Time gewechselt sind. Er tut weh. Ist nicht so schlimm wie Zelda 1. Aber fast. Okay. Hopf. Rubine holen. Ja. Noch ist nicht so viel anders. Außer die Steuerung. Und dass man sieht, ich laufe wie ein Besoffener, aber... Ball dich. Kurz Bomben holen. Quickturn. Super. Wolltest du das? Ich wollte einen Quickturn, aber nicht mit dem Winkel. You want some bombs? Eigentlich passenderweise müsste noch ein Gorone sein, der wie The Rock aussieht. Das wäre eigentlich das ideale Gegenstück, ey. So passen. Nicht lieber John Cena. Ja, der ist ja auch drin. Du kannst ihn nur nicht sehen. Achso. Logisch. Das macht Sinn. Also es macht tatsächlich Sinn. Mhm. You can see him, he's out of bounds. Alter, das Gamepad, ey. Ihr hört's wahrscheinlich nicht, aber es vibriert ganz schön. Na dran am Feueralarm hier. So, die Eule brauche ich. Mhm. Wie immer. Vorhin. Kurz angucken. So, und jetzt wird der Run ein bisschen anders. Erstmal muss ich hier raus. Macht jetzt noch nicht so den Unterschied. Mhm. Wie gesagt, ich werde viele Tricks nicht machen. Also ich kann jetzt gerne mal einen Super Slide probieren. Wenn ich ihn hinkriege, ist es ein halbes Wunder. Wenn nicht, dann... Wir wissen ja, dass es geht. In Theorie. In der Theorie. Probieren lass mal. Natürlich. Nope. Da sehen wir die alte Methode. Rückwärtslaufen ist nämlich einen Tacken schneller. Oh ja. Nein, okay, das wollte ich nicht. Weg damit. Okay, da war mein Winkel nicht gestimmt. So viel Uhr ist es? 69.21 Uhr. Okay, so viel Zeit ist noch übrig. Ja. Okay, Time Stop. Damit ich die Cutscene da hinten überspringen kann. Weil da kommt ja eigentlich die Cutscene mit Skull-Kid. Mhm. Aber die will ich mir nicht anschauen, also mache ich einen Timestop. Bin sozusagen im Cutscene-Modus. Und gehe dadurch daran vorbei. Tingle! Yay! Voila, Limpa! Das ist eine dumme Sau, ey. Ist auch toll, ne? In seinem Strampelanzug. Mein Vater hat gesagt, ich soll das nicht machen, aber ich bin auch schon 40. Weil der sagt das auch ja. Ja. So, ne? Ja. Ja.
mein Leben leben. Also, ich meine, das ist eine Option. Ja. Ja, auch grünen Strampelanzug und dann am Ballons rumfliegen und Karten verkaufen. Das ist mein Ziel. Einer muss es ja machen. So, die Hexe lassen wir mal liegen. Boing, boing. Die Leute, die nicht ganz wissen, was die Zahlen darum bedeuten, so viele Mal darf man skippen übers Wasser, ja, bevor man versinkt. Okay. Es war knapp, aber es hat geklappt. Jetzt will ich versinken, damit ich wieder hier oben bin. Mhm. Ja. Oh, es ist geskippt. Ja, pupst einen netterweise hinten raus. Also diese ganzen Ladezonen-Sachen hast du hier nicht gemacht, sondern den richtig fast traditionellen Weg genommen. Genau. So, jetzt will ich hier hoch. Mindestens zur Hälfte ist der Run vorbei. Bin gespannt, eigentlich hast du noch nichts gemacht. Richtig. Eigentlich hast du noch nichts gemacht. Den Zwang hier holen. Ping, 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 ping. Das ist mein Lieblingssong. Du wirst ihn noch ein bisschen hören. Ein, zweimal. Ein, zwei, tausendmal, ja. Ist doch auch die gleiche Melodie, die der Typ auf der massiven Orgel gespielt hat, oder? Nee. Nee? Nee. Es das sind zwar auch drei Töne, aber ja, sind andere Töne. Okay. Das ist die Lost Woods Melodie, oder? Nein. Die Lost Woods Melodie ist Saria's Song. Das ist Song of Feeling rückwärts. Aber sieh das. Das klappt nicht. Das ist mir auch eine 3-Noten-Abfolge. So, kurz hier rein. Du kommst hier nicht rein. Ist das schön, das haben wir alles nicht gesehen. Ja. Ja. Kann man ergänzen zu der letzten Folge schauen. Hier kriegen wir alle Cutscenes. Muss allerdings hier rüber. Lass bald zählen anfangen. Okay. Ich brauche eine Deko-Nuss kurz. Die wollte ich eigentlich von der Deko-Baba vorher haben. Was muss ich denn zählen überhaupt? Wirst du sehen. Schön, wie viele Anweisungen ich vorher gegeben habe. Ja. Auf jeden Fall funktionieren. Die sind sehr verlässlich. Ja, ich meine, kann ja nicht viel schief gehen, außer dass der Run im Arsch ist. Kurz hier. Das ist fast für Wachmänner, ey. Wundervoll, ne? Kurz gefangen werden. Ab in den Knast. Wieder raus. Wieder durch. Okay. Durch. So, jetzt hier rein. Eine Bombe fallen lassen, wieder raus und die Bombe despawnen. Aha. Wieder rein. Diese drei Rubine einsammeln. Kommt der tatsächlich schwierige Teil. Damit kann ich auch Pause buffern. Mhm. Nee, okay. Explodieren lassen, nochmal probieren. Sieht sehr präzise aus. Das ist der einzig präzise Teil an dem ganzen Run. Komm. Ich
brauche einen gewissen Frame bei der Bombe. Mhm. Aber ich habe noch ein paar Bomben, von daher ist alles gut. Ja, 11 Mal kannst du noch probieren. Mhm. Nicht ganz. Eins. Ach, übersprungen. Ah, ja. Doch, nicht. Den zweiten blauen Frame. Und das hier ist das präzisere Buffering. Hm. Ach komm! Eins, zwei. Okay. So. Jetzt 6 Mal Inverted Song of Time. Hm. 6 Mal. Ja. Okay. Na Gregor, erklär doch mal, was er jetzt macht. So. Also es ist ganz eindeutig. Das V-RAM wird abgegriffen, damit. Keine Ahnung, was da passiert hier. Was fragst du mich denn auch? Wenn ich die Cutscene von Inverted Song of Time spiele, da ist ein Memory Leak drin. Mhm. Das heißt, es belegt Speicher und löst ihn nicht mehr auf, also befreit ihn nicht mehr. Ja, das heißt also, irgendwann könnte man theoretisch einen Absturz provozieren, weil da nicht mehr drauf was drauf kopiert werden kann. Genau. So, das müsste jetzt 3 Mal gewesen sein, oder? Mhm. Ist das das Zählen? Nein. Doch, zu einfach. 4. Fünf. 6. Okay. Okay, weiter. Weiter, direkt an die Wand. Wand. Deko-Maske. Blase schießen. Weg. Es ergibt alles, kann leider Sinn, was du da machst. Es ergibt leider Sinn. Okay. So. Ich werde jetzt 63 Mal Song of Soaring spielen. Mhm. 63? Ja. Und das sollen wir zählen? Ja. Okay, Nummer 1. 1. 1! Zwei. 2. 2. 2, 2, 2. Also für die Leute, die es auf YouTube schauen, könnt nach vorne skippen. 3. 3. Vier. Vier. Ich zähle auch mit, ja? Ja, wir zählen einfach laut, da kann nichts schief gehen. Ja, hoffentlich. Fünf. Fünf. Ah, schön. Kann jetzt jemand einschalten, was machen die da? Sechs. Zeit für Donations. Ja. Ja. Wobei, Donations würden mich hart aus durcheinander bringen dabei. Ja, wirklich. Sieben. Brauche ich da noch so einen Counter, wo man einfach draufhaut und dann nichts angezeigt wird. Acht. Nur noch 60 Mal. 63 Mal. Achso, 63 nicht. Ja. Ach, sorry. Neun. Neun. Es wundert niemanden 10, mehr, glaube ich. 10. Wenn danach Endcredits kommen, dann hau ich dich. Ja, wirklich. Mit der Wii U, mit dem Gamepad. 11. 11. Ach, wundervoll.
12. Gut, wir merken uns, meiden wir die Wii U. In Zukunft. 13. 13. Ach, schön, dass ich das machen darf. Jetzt. 14. Ja, ich kann nicht verstehen, warum die Leute keinen Bock auf diese Speedrun haben. Wir haben fast das Viertel schon durch. Sind wir auf PB-Zeit? 16? 16. Oder 15? Jetzt hör auf damit. Bring mich nicht durcheinander. Nee, es war 16, glaube ich. Okay. Bring mich nicht durcheinander. 17? 17. Wir sollten nicht reden, einfach sondern nur zählen. Ja. 17? 18. 18. 19. 20. Mhm. Fast ein Drittel. Fast ein Drittel. 21. 21. Mal her. Ach, ich will das lieber nicht erläutern, sonst komme ich durcheinander mit dem Zählen. 22. 22. 23. Das sind zum Glück nur noch 63 Mal. Vorher waren es 218 Mal. Was? Ja. 24. 25. Ah, wundervoll. 26. Nicht mal die Hälfte. Halt durch, Gregor. 26. Gar nicht mehr. 27. 27. 28. 28. Der Trick hat schon ein bisschen was in Historie. 29. Also ganz früher waren es tatsächlich 8016 Mal. Wer macht denn sowas? 30? 30. Bist du sicher? Nein. Warum? Ich bin mir auch nicht sicher. Ist es schlimm, wenn du einen zu viel machst? Nein. Okay, 31. 31. Dann sagen wir einfach jetzt 30. Nein, 30, 31 ist es. Okay. Macht, sagt lieber 31. Hä? 32. Okay, 32. Mach zur Not einfach einen mehr. Und genau wegen sowas benutze ich den Windows-Taschenrechner bei sowas. 33. Ich darf einfach nicht reden und nichts anderes denken. 34. 34. 35. Eigentlich runnen wir das ja. Er macht hier eigentlich gar nichts. Ja, stimmt. Ich lenke euch ab. Ja. 36. Jetzt sagst du nicht mal was. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. 37 jetzt. 37. Oh boy. Dann klappt's nicht. Ich hoffe, der Chat zählt auch mit. 38. 38. Darfst du echt nicht in den Chat wahrscheinlich gucken, wenn wir das machen, ne? Deswegen benutze ich Windows Calculator. Ja. 39. Drück ich jedes Mal nur Enter, wenn ich den Song spiele. Würde ich auch machen. 40. 40. Musst du splitten jedes Mal? 41. Mhm. Soon. Wir haben es bald.
42. 42. Glaub mir, den Trick zu üben war lustig. All die Sachen, die ich davor gemacht habe. 44. Du wusstest nicht, ob es funktioniert, ne? Richtig, man weiß es erst, wenn man das gemacht hat. 45. Mhm. 46. Das war mein Rücken. Sicher? Der knackt ganz schön. Nein, 47. Das kommt nämlich jetzt, die 47. Und die Zusatzzahl. 48. Sohn. 50. 50. Welch schöner Run. Spektakulär. 13. 51. Ich mach da einfach so ein großes Wow in das Thumbnail mit rein. Wow. 52. 53. Oder Graf Zahl kommt ins Thumbnail rein. Ja. 53. Nur noch 10. 54. Was tue ich mir hier an? Was tue ich euch hier an? 55. Wir müssen uns konzentrieren beim Run. Ja. Fokus. 56. Soon. 57. 58. 59. Und diese wertvolle Aufgabe wolltest du mir alleine überlassen? Mhm. Verrückter. 60. Nicht, dass wir dann aber auf 120 jetzt gekommen wären. Und beide was gezählt hat. 61. 62. Mhm. Ist es 63 mal wegen Nintendo 64 oder? Nein. Das wäre echt cool. Okay, und 63. Okay. Mach vorsichtshalber einen mehr, falls wir nicht korrekt waren. Ich sehe, wann korrekt ist. Achso, okay, gut. What? Hallo, Debug-Menü. Du hast das gottverdammte Debug-Menü aufgerufen, in dem du überall Bomben rumgeworfen hast, jetzt 64 mal, 63 mal den Song gespielt hast? Ja. Easy. Was verstehst du daran nicht, Gregor? Das gottverdammte Debug-Menü. Und dadurch, dass das D-Pad auf der Wii U gemappt ist, aber nicht auf der Wii, ich kann es aufrufen auf der Wii, aber ich kann es nicht steuern. Ah. Das ist Quatsch. Ja. Ein Glück gehabt für den Run auf der Wii. Jetzt habe ich mir ein paar Bombs und Bombschuss gegeben. Die Maske der grimmigen Gottheit. Die Bossmasken. Oh. Und jetzt noch hätte ich ganz gerne mal das hier. Einmal das hier. Speichern. Und zurücksetzen. Ja, das war super. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Du hast das Debug-Menü durch den das Memory Leak quasi geforced, dass es erscheint. Damit habe ich die Werte. Normalerweise hat
der Song of Soaring Wert irgendwie nur 1 Kilobyte an Informationen. Mhm. Aber durch den Memory Leak kann ich diesen Wert um etwa 50 Kilobyte nach rechts schieben und ihn das Bit beeinflussen lassen, das für das Debug-Menü zuständig ist. Aber genau nehmen ist. Damit kann ich jetzt auch so lustige Sachen machen. Ah, fuck. Sun Song aus Ocarina of Time ist auch noch im Spiel. Ist alles noch drin. Und funktioniert auch noch genauso. What? Okay. Wollte ich nur mal demonstrieren. Ja, also der Debug-Mode ist jetzt quasi aktiv. Du könntest wieder ins Menü rein, wenn du wolltest, oder? Nein. Dafür müsste ich das Ganze wieder machen. Okay, aber die Einstellung, die du gemacht hast, die hat er sich gemerkt. Richtig. Das war krass. Nehmen wir das Debug-Menü noch raus? Nein, kann eh niemand drauf zugreifen. Das ist ja die Maske der grimmigen Gottheit gegeben. Und den Song. Und den Song, also das, aber nicht die anderen Masken, sodass du den anderen Klunkquatsch nicht machen musst. Ja, richtig. Ich glaube, ich werde lange brauchen, bis ich das überstanden habe. Also ursprünglich, der Glitch ist schon ziemlich lange bekannt, aber ursprünglich hat man damals das Ganze 8000 Mal machen müssen. Und deshalb ist der für einen Run nicht unbedingt geeignet gewesen. Richtig. Ne? Danach hat man einen neuen Weg rausgefunden, wie man keine Items mehr dafür braucht. Wie man keine Items mehr dafür braucht. Mhm. Und dafür hat man den Song nur 2045 Mal, glaube ich, spielen müssen. Mhm. Das hat etwa 12 Stunden gedauert. Ja. Oder so. Es hat eine Person mal versucht, übrigens. Ja, ja, ich hör's. Ich hör's. Wie die Waschmaschine. Es hat eine Person mal versucht. Die hat aus Versehen nach 1200 Mal einen falschen Input gemacht und das Spiel gecrashed. No! Also wundervoll. Oh. Hoffentlich gestreamt alles. Ja. Ja. Wunderbar. Danach hat man einen neuen Weg gefunden, wie es mit 213 Mal ginge. Das wäre nur auf der originalen N64 gegangen. Mhm. Aber die originale N64 crasht nach 3 Mal. Okay. Und irgendwann hat man dann rausgefunden, okay, es geht mit dem richtigen Setup, wenn man da Bomben despawnt, wieder inspawnt. Es ist auch wichtig, dass man die Bombe, als ich das da probiert habe, die muss rausgezogen werden, bevor die Bubble explodiert. Denn ansonsten werden nicht die richtigen Werte gesetzt und danach muss man dann, muss im richtigen Frame gedroppt werden, danach muss man nochmal 2 Bomben droppen und die alle despawnen. Rocket Science. Holy shit. Und alles um 63 Mal plus X den Song. 6 Mal war es vorher, ne? Wie, was? Den Song hast du dann nochmal 6 Mal gespielt. Also ja, erstmal Inverted Song of Time, also 6 Mal, also die Memory Leak, also, 6 Mal aufrufen. Genau, also hast du 69 Mal Musik gespielt, du Schwein. Ja. 69 Mal. Tatsächlich 69 Mal. Ja, nice. Und währenddessen jault das Gamepad vor sich hin, ey. Hört das an, Leute. Hört das an. Ich geh mal da ran. Wundervoll. Das ist doch, was soll denn das? Wer kam let, da drauf? Let me play you the song of my people. Und das macht sie die ganze Zeit. Was ist das? Ja. So. Ich will, Rumble ist ja schön und gut, aber du spielst doch keine 4 Minuten lang Rumble aus. In der Sequenz. Das ist der Royal Rumble. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist wundervoll. Einfach nur wunderschön. Er hört auch nicht auf. Ja, ich glaube, jetzt ist es ganz leicht verständlich, warum die Leute keine Lust mehr drauf haben. Ich verstehe es echt nicht. Ah ja, aber es war echt ein cooler Trick. So. Ja, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich will, das ist wichtig, ja, und richtig, sowas mal zu zeigen. Um zu warnen. Ja. Das verdammte Ding. Nein, aber ich verstehe dann auch eben, warum unterschiedliche Kategorien für die Konsolen dann damit gemacht wurden, weil das ist auch so ein Run, eben. Da finde ich auch, wenn der andere eine halbe Stunde länger ist, ist es der, ich glaube, spannendere auch zum Run selber. Mhm. Ja, ne? Klar. Weil wenn du dann jetzt sagst, ich werde Any% wie you, Majora's Mask Speedrunner, und du dann die ganze Zeit nur diesen Song spielst. Ja, dann nimmt dich doch keiner ernst.
Also, wie gesagt, ich werde All Masks auf dem Marathon, auf dem nächsten, werde ich auf der Wii U spielen, gerade wegen dem Trick. Aber dann wirst du einen Trick machen, alle Masken einfach freilegen. Nein, das hat schon Source Requirement. Also, das heißt, okay, ich muss die Masken tatsächlich von da holen, okay, gut, wo ich sie auch bekomme. Aber damit kann ich dann, damit kann man so lustige Sachen machen, wie zum Beispiel, es gibt die Skulltiller-Häuser. Mhm. Da gebe ich mir von Anfang an einfach direkt alle Skulltiller-Tokens. Geh rein, hol die Maske, geh raus. Ja, und ich. What the hell? Die What the hell? Bosse muss ich auch nicht mehr machen. Und ich kann mir Sunsong geben. Sprich, zum Beispiel, wenn ich auf Aliens warten muss, spiele ich kurz Sunsong. Und blub, da sind sie da. Ja. Also das ist schon, es hat schon was. Saria's Song ist übrigens auch in diesem Spiel. Mhm. Hätte ich mir auch eben geben können, aber der überschreibt... Macht der was? Er spielt einfach nur die Musik von den letzten 6 Stunden. Okay, ja. Gut. Ansonsten passiert nichts. Warum auch nicht? Von daher, wundervoll. Oh nein, Link, du musst uns helfen. Bekämpf die Maske. Wir haben hier schwache Knie. Oder die twerken gerade, eins von beiden. Also ganz im Ernst. Womit wollen die twerken? Ja, die haben sich den Arsch abgetwerkt. Siehst du doch. Stimmt. Der ist nichts mehr. Shake the leg. Shake it, baby. Jetzt musst du die Haare shaken. Ja. Mach mal was, Link. Die wackeln da die ganze Zeit. Nichts gemacht und schon... Gregor ist immer noch außer sich. Immerhin hast du den jetzt hier hinbekommen, ne? Ja, aber hier habe ich noch eine Bombentüte zur Hilfe genommen. Die habe ich gegen die Bombe krabbeln lassen. Mhm. Und dann sind sie beide gleichzeitig explodiert. Das hilft dann. So. Jetzt lass mal kämpfen hier. Ja. Das Wie, wird auch noch gekämpft? Ja, das muss sein. Naja, aber er hat die First Deity Mask, also Kampf kann man es nicht mehr nennen, finde ich. Das stimmt. Das ist ja der Weg des Spiels gewesen, um mich zu belohnen, wenn du alle Masken hast, dass du sie bekommst, dass du quasi zwar keinen anspruchsvollen Endkampf mehr hast, aber wo du dich mal richtig kräftig fühlen kannst. Mhm. Finde ich auch eine ganz coole Idee. Kann man auch nur beim Endboss diese Rüstung. Ja, die kannst du nur hier benutzen, sonst nirgendwo. Bei allen Bossen tatsächlich. Ja. Wenn du die Bosse nochmal machst, zum Beispiel, dann kannst du die noch anziehen. Das Okay. Aber ich weiß so, hauptsächlich natürlich für Bosse eben dann hier gedacht, nicht, dass du in der normalen Welt rumlaufen kannst. Gehexert wird natürlich die auch außerhalb benutzt haben. Mhm. Richtig. Ist tatsächlich nicht schwer. Zack. Phase 1.2, wie ich das nenne. Ach komm. Phase 2? Ja. Zwei. Beine. Komm jetzt. Beine. Einen Schlag, ne? Hat jeweils einen Schlag gebraucht gerade, ja. Das geht auch alles ein bisschen schneller. Mhm. Gehört das so? Ja. Das ist mittendrin gerade. Achso, nee, das... Mit einem anderen Maskenmodell dran. Ja. Dachte schon, was passiert denn da wieder? Sterbt er jetzt nicht auch noch? Ich habe mir noch Double Defense gegeben. Da reichen die 2 Herzen. So, letzte Phase, wir müssen uns für Time bereit machen. Ja. Ah, es hat sogar doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ja, wir haben auch langsam gezählt. Ja. Peitschenmann. Da ist er wieder Peitschengang. Ach komm. Oh. Vielleicht hätte ich doch das Herzteil aufsammeln sollen. Ach, wobei. Einfach draufhauen. Es geht eh alles kaputt. Und? Time. 56, 27. Ja, nice. Eigentlich sollte der Run 63 Minuten dauern, dann ist es ideal. Ja. Hei, Karamba, ey. Wir müssen dich nicht mal schlagen. Alles cool. Tja, das letzte Mal, dass Majora's Mask hier auf dem Sender gelaufen ist. Das allerletzte wieder. Mal. Wenn es natürlich dann nochmal entsprechend Entwicklungen geben sollte. Ja.
aber die Entwicklung müsste nicht unbedingt sein, jetzt musst du nur 54 Mal. Vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Ja. Wir sind aber natürlich immer sehr froh, wenn du vorbeikommst und gegebenenfalls natürlich nicht nur Zelda-Spiele, ne? Wenn du auch gerne was anderes hast und zeigen möchtest, dann kannst du mal wieder vorbeikommen. Dich findet man unter twitch.tv/thiefbug. Richtig. Ne? Wie schon in der letzten Folge erwähnt, natürlich nicht mehr regelmäßig, jeden Tag 8 Stunden Speedruns, aber hauptsächlich jetzt hier nochmal, worauf du Bock hast. Tetris wird eben gemacht, ne? Ja. Und ein bisschen Zelda Majora's Mask, wenn es sich anbietet. Auf jeden Fall. Also demnächst wird es Majora's Mask All Mask sein. Und ab Dezember dann Ocarina of Time 100%. Da könnte ich ja vielleicht auch nochmal vorbeikommen. Gucken wir mal gucken, je nachdem, wie es passt. Ja. Eben. Ja. Wir, dann spielst du den Song einfach so zum Hobby. Dann vorher nochmal. Ja, 36 Mal auf mal Heimweg. Ja, sicher, wir holen uns ein paar Flöten, dann flöten wir den Song hier die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall. Immer parallel. Beim nächsten Mal, wenn er hier ist. Ja, denkt ihr da draußen, wenn ihr euch bewerben wollt, gerne unter speedrandale@rocketbeans.tv. Da ist es, oder auch gerne Anmerkungen und Ideen, oder entweder direkt bei Sia unter Twitter @simiclove oder besucht ihn bei twitch.tv/simiclove101. Das ist schon beim letzten Mal erwähnt, du bist gerade ordentlich dran bei Randomizern wieder. Ja, immer noch Randomizer. Ja, plus ein bisschen Training, plus ein bisschen dies und das. Ja, da werden wir natürlich auch viel hier auf dem Sender sehen. Denkt ihr da dran? Natürlich die Abos und die Likes. Ihr wisst, wie das bei YouTube funktioniert. Na, also hier, ich massiere hier kurz den, die Glocke kommt auch noch. Ist wichtig, damit ihr auch benachrichtigt werdet. Hier Instagram @RocketBeansTV und liken nicht vergessen. Und natürlich auch den Rocket Beans Supporters Club. Ja, wollen wir auch nochmal erwähnen. Da sind viele Leute dabei, die uns extra nochmal monatlich unterstützen, was es natürlich möglich macht, solche Sendungen wie die hier umzusetzen. Ja. Unter anderem. Und wir würden uns so freuen, wenn noch mehr Leute dabei sind. Habt einen schönen Sonntag. Bis dann. Tschüss. Jo. Tschüss. Ciao.